Hi, heute zeige ich euch eingelegte rote Beete. Und das ist ein wirklich gutes Rezept im Sommer, die rote Beete zu konservieren, weil jetzt keine Zeit, da gibt es wieder viel zu viel rote Beete. Wenn ihr die selbst angebaut habt, wisst ihr, was ich meine. Wir haben das dieses Mal gemacht, das seht ihr ja auch im Gemüseernte-Video. Und ja, ich habe die rote Beete gegart, beziehungsweise ich werde sie im Backofen garen. Und dann werde ich sie anschließend in die Gläser füllen und dann mit diesem Sud aufgießen. Und wenn ihr Lust habt, das zu sehen, wie es geht, schaut einfach zu. Und zwar schälen wir so rote Beete wieder. Nachdem wir unsere rote Beete ungefähr 45 Minuten bis 50 Minuten im Backofen vorgegart haben. Die ist jetzt nicht mehr allzu heiß, deswegen geht das relativ gut. So, und wir schneiden die rote Beete erstmal direkt klein. So, und wir schichten die rote Beete immer mit den Zwiebeln, die ich auch noch klein schneiden werde. Wir brauchen ungefähr 5 Zwiebeln. Wie ich gerade schon mal erwähnt habe, schneiden wir unsere Zwiebel in feine Ringe. Unsere Zwiebeln füllen wir dann in unsere Gläser, weil wir schichten das ja mit der roten Beete. Wir drücken das alles auch noch ein bisschen runter, sodass wir dann halt möglichst viele rote Beete und Zwiebeln in unser Glas bekommen. Und wenn die ein bisschen auseinanderfallen, die Zwiebeln, ist auch kein Thema. Und die restlichen, die wir über haben, legen wir zur Seite und schneiden dann weiterhin unsere rote Beete. Und ihr könnt auch wie ich verschiedene Farben von Beeten benutzen. Das ist kein Thema. So, wie ihr seht, habe ich jetzt hier alles schön aufgefüllt, alles schön aufgeschichtet. Und jetzt werden wir unseren Essig-Zuckersud zubereiten. Für unseren Sud nehmen wir ungefähr 375 Milliliter Weißweinessig. So, ich habe jetzt hier noch 57 Milliliter Wasser zu den 375 Milliliter Weißweinessig gegeben. Wir kommen ungefähr auf 1,1 Liter und geben jetzt noch einen halben Teelöffel Salz hinzu, sowie 6 Gewürznelken und geben jetzt noch den Zucker hinzu. Und zwar benötigen wir ungefähr 200 Gramm Zucker. So, und das alles geben wir jetzt in den Topf und lassen alles aufkochen. Während wir die Zuckerlösung, ihr hört es im Hintergrund, aufkochen, geben wir noch ein Lorbeerblatt in jedes Glas. Hier habe ich meinen fertig aufgekochten Essig-Zuckersud. Und den fülle ich jetzt für meinen roten Beeten. So, die Gläser sind gefüllt, stehen auf dem Backblech und wir geben sie jetzt erstmal bei 170 Grad in den Backofen, bis sie angefangen haben zu perlen. Also die Flüssigkeit muss in den Gläsern anfangen zu perlen. Und dann drehen wir den Backofen runter auf 150 Grad und lassen es weitere 80 Minuten im Backofen. Danach schalten wir ihn aus und lassen die Gläser drin auskühlen.